Hand haben. Wenn du sowas so gibst oder sagen willst, gibt es Spender für die Wahl jetzt, für den Wahlkampf? Wenn ja, ja. Ja, da musst du ja, es gibt ein paar, ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist jetzt für die Wahl. Ja. Also, jetzt Niersbrucker, die zahlen nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Okay, Beispiel. Das musst du erklären, Verein. Ich habe schon vorher gehört. Du musst erklären, dass das nicht rechnungslos ist. Wenn sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt, und wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, das ist ja auch das Thema. Ja, das meine ich. Aber man kann ja reden. Dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Richtig, ja. Nur warte, klar, und das geht auf ihre Wörter, 10% plus, das geht nur. Also schau, wenn das Medium, in zwei, drei Wochen vor der Wahl. Plötzlich dieses Geld hat er einmal uns pusht. Ja, eben. Dann hast du recht. Dann machen wir nicht 27. Dann machen wir 34. Ja. Das geht auch nicht. Schau. Wenn sie, sobald sie die Wahlzeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir uns zusammenhocken und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen ja, pusht werden, diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Rot, der Grün, ja. Der ist gut, so, wie man das jetzt und wir holen gleich einmal fünf neue rein, die wir aufbauen. Ja. Und das ist, und das sind wir genau, dann gehen wir Starbucks, Autobahnung, du, das erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zusagen kann, ist, da haben wir dann gleich wieder Aufträge. So, okay. Und da haben wir einen riesen Volumen von interessanten infrastrukturellen Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist, ja, dann ist der Erste, der so Entschuldigung, dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma, die Strafe gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strafe kriegt, sind Ziel. Ja, dann so.